In der letzten Zeit gab es einige interessante Neuigkeiten zu The Sims 4, über die ich in diesem Video sprechen möchte. Zuallererst gibt es eine eher unerfreuliche News. Die Max's Monthly Show, welche immer ein paar kostenlose neue Inhalte für die nächsten Monate und besondere Kreationen der Community vorgestellt hat, wird im August nicht stattfinden. Das liegt einfach daran, dass die Entwickler für diesen Monat keine neuen Gratis-Inhalte zum Zeigen haben. Zudem wird es in Zukunft auch nur noch Streams der Entwickler geben, wenn neue Inhalte gezeigt werden können. Schade, es bleibt aber trotzdem noch spannend, ob wir eventuell in diesem Monat etwas Neues zum kommenden Moschino-Accessoire-Pack sehen werden. Als nächstes hat EA ihre Quartalszahlen veröffentlicht, bei denen es ebenfalls ein paar interessante Informationen gab. Beispielsweise konnten im Jahr 2019 insgesamt 55% mehr Erweiterungen und Gameplay-Packs verkauft werden als im Vorjahr. Und The Sims 4 ist eines der wichtigsten Titel für EA. Außerdem kamen in der Woche, als The Sims 4 von allen Spielern gratis heruntergeladen werden konnte, insgesamt 7 Millionen neue Spieler dazu. Laut EA soll das Fiskaljahr 2020, also der April 2019 bis April 2020, das bisher größte Jahr für The Sims 4 werden. Wir können also weiterhin gespannt bleiben. Übrigens hat EA in letzter Zeit einige neue Stellen auf ihrer Website hinzugefügt, welche für The Sims 4 gedacht sind. Das ist erstaunlich, da auch schon vor The Sims Mobile in letzter Zeit viele Entwickler zu The Sims 4 übergewechselt sind. Vielleicht werden diese in naher Zukunft noch für größere Projekte gebraucht? Was denkt ihr über diese Neuigkeiten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.